von Roger Corman produzierte Film Das Grauen kam um Mitternacht ist in Deutschland ein Zusammenschnitt des Originals Night of the Blood Beast mit Szenen aus dem Film Attack of the Giant Leeches. Die deutsche Version ist allerdings von Mercator Film in sich stimmig gemacht worden. Die Backstory, die aus dem anderen Film eingefügt wurde, passt relativ gut dazu. Und der Film ist auf jeden Fall für alle Fans des klassischen amerikanischen Science-Fiction-Kinos der 50er und 60er Jahre unbedingt sehenswert. Man bemerkt, dass Roger Corman auf seine übliche Art und Weise Sets und Masken und Kostüme recycelt hat, dass einige Sachen einen wirklich herrlich billig trashigen Trich bekommen haben im wahrsten Sinne des Wortes und dass teilweise die Dialoge wirklich unfreiwillig komisch erscheinen. Muss trotzdem allerdings zugeben, dass Das Grauen kam um Mitternacht kein Schenkelklopfer ist, keine Lachsalvengranate wie andere vergleichbare Filme, die man bereits auch im Rahmen der Galerie des Grauens präsentiert bekommen hat. Dennoch habe ich mich bei dem Film gut unterhalten und alle Fans der Reihe, alle Fans von alten, klassischen, amerikanischen Science-Fiction- und Horrorfilmen sollten auch dem durchaus eine Chance geben. Unterhaltungswert versteckt sich bei dem Film auf jeden Fall eine Menge.